Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen. Und ich bin der festen Überzeugung, unsere Stadt kann es schaffen. Langsam aber sicher erhebt sie sich wieder. Wir werden diesen Bereich hier noch längere Zeit wahrscheinlich nicht aufbauen, weil es einfach dafür viel wichtigere Themen gerade noch gibt. Unter anderem eine Grundschule möchte ich wieder aufbauen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass die wieder steht. 2000 in dem Fall kostet uns der Spaß. Den sollten wir auch uns leisten wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe nur, es passiert jetzt erstmal weiterhin wenig. Der Strom ist auch ein Thema. Auch da sollten wir gucken, dass wir einen Generator wieder herbekommen. Die ganzen Deponien und Verbrennungsanlagen wären auch wieder ein Thema. Ja, der Müllverbrennungsstatus ist enorm schlecht. Kostet aber 6000, das Ding wieder aufzubauen. Aber ich sehe es jetzt fast als wichtigstes unserer Ziele an, dass wir es hinbekommen, ein Kohlekraftwerk wieder an den Start zu bekommen. Einfach um hier irgendwie wieder ein bisschen an Energie zu kommen. 19.000 kostet so ein Ding allerdings. Das ist ein bisschen arg heavy. Ja. Also es stand hier irgendwo eins dabei und ich habe es nicht gesehen. Nee. Wir hatten mal eins, ich weiß, aber es ist halt hier echt... Genau, und jetzt gibt es nicht genügend Käufer für die Produkte. Das ist das nächste große Ding. Unsere Stadt wächst und wächst und wächst und wir kriegen jetzt nach und nach Energieprobleme rein. Wir könnten aber jetzt mal ganz kurz noch mal ein bisschen mehr in Strom investieren. Noch mal 5% oben drauf hauen. Das erzeugt nämlich hier im ersten Moment mehr Ausgaben, aber dafür ist unser Stromlevel nicht mehr so kritisch. So. Kleiner Spielplatz. Das ist die Oberschule. Hier ist auch nochmal eine Grundschule. Die bauen wir jetzt wieder auf, damit wenigstens eine wieder läuft. Wie ist das Bildungswesen in der Stadt? 100% Ungebildete. Klar, alle neu zugezogen. Unsere ganze Bildungsoffensive hat sich quasi in Luft aufgelöst. Dieses Ding aufzubauen ist, glaube ich, ein großes Ziel. Denn das kann richtig viele Kapazitäten. Und damit haben alle unsere Leute aktuell eine Bildungschance. So, was haben wir hier noch? Den Erdbebensensor. Den möchte ich auf jeden Fall für 700 wieder aufbauen. Der ist wichtig ohne Ende. Wo ist denn eigentlich... Warte mal. Wir hatten noch mal ein Busdepot. Ist das gar nicht mehr da oder gibt es das noch? Ist gar nicht mehr da, ne? Glaube ich. Weiß ich nicht. So, Strom wieder am Ende. Aber diesmal richtig am Ende. Ich gebe nochmal richtig Gas jetzt hier. 90%, 10% mehr Energie. Wir kommen langsam in Sphären, wo es interessant wird. Auch finanziell interessant wird. Wir haben Wasser. Wasser krebst am Ende. Auch da müssen wir wieder Energie zuführen. Oder in dem Fall Geld. Es scheint aber jetzt beides zu helfen, dass wir wieder mehr Einnahmen erzielen. Okay, was haben wir hier unten? Bauen wir. Postamt, auch wieder das. Und eine Schule. Die hier unten kriegen jetzt mehr Förderung. Auch allgemein wird hier jetzt von unten nach oben wird unsere Stadt wieder aufgebaut. So, damit auch hier mal ein bisschen die... Generell einfach hier die Leute wieder mehr zuziehen wollen auch. Ne? Also ich meine, wir kriegen langsam Probleme mit dem Zuzug. Das hat einfach ganz andere oder ganz einfache Gründe. Unsere Stadt ist einfach dahingehend noch nicht so ready. Auch hier Grundschulen bräuchten wir im Moment nicht. Lasse ich kurz aus. Postamt auf jeden. Eine Feuerwehr. Ganz klassisch. Eine Feuerwehr. Einfach nur eine stinknormale Feuerwehr. Je mehr je mehr wir hier unterbringen können, desto sicherer bin ich mir da, dass das gut ist. Recycling Center. Auch das wichtig, meine Lieben. Meine Freunde, ich wollte euch noch ganz kurz an der Stelle eine kurze Info mit auf den Weg geben, weil viele auch immer wieder fragen. Die Geschichten von eurem Katastrophenerzählung des Tsunamis, ja, die werden natürlich vorgelesen werden, ja. Die lese ich garantiert sogar vor.
Aber ich wollte jetzt erstmal den Tsunami noch vollständig hinter mich bringen, weil ich schlicht und ergreifend ein bisschen Bammel habe, dass noch was passiert. Und dass dann, ich muss die Stadt erstmal wieder auf Vordermann bekommen, dass das halbwegs eine reelle Chance hat. Genau. Und dass wir alle zusammen haben da, ich glaube, einen großen Anteil dran. So, Müll. Auch immer wieder ein Thema. So, Kriminalitätsrate sollte auch besser werden. 7% ist immer noch sehr zu hoch. Aber auch hier mehr Müllfahrzeuge bringt uns auf jeden Fall wieder voran. Noch mehr Grundschulen brauche ich gerade nicht. Da haben wir extrem viele. Aber auch kleine Spielplätze helfen hier doch durchaus, dass die Leute wieder Bock drauf haben, hier bei uns zu wohnen. So, das Postamt hier muss natürlich auch stehen. So, damit ist der schlimmste Teil hier bereits erledigt. Ist ein Lagerhof. Quatsch, den will ich ja gar nicht. Postsortieranlage, genau, die will ich haben. Und danach sparen wir unser Geld auf eben für den öffentlichen Nahverkehr. Aber 5000 müssen erstmal verdient sein. Aber es kommen schon immer mehr Haushalte hier auch an. Was bist du? Parkresidenz? Ja, auch hier. Wir haben hier auch tatsächlich unfassbar wenig Gebildete dabei. Aber gut, das ist ein Problem. Das kämpfen wir ja durch den Mod auch. Und das ist ja auch bewusst so. Ganz ehrlich, viele sagen immer, ach, der Mod macht doch alles kaputt. Nee, der ist eine Schwierigkeit, die ich nicht missen möchte. Ganz ehrlich, das darf so sein. Das muss auch vielleicht mal so sein. Einfach damit man auch ein bisschen eine neue Herausforderung tatsächlich hat. Wir haben unfassbar viel unsortierte und sortierte Post. Im Postamt. Es wird dann hier demnächst interessant werden. Ja, sortierte Post ist hier unfassbar viel auch. Genau, lass die Postwägen mal wieder in Verwendung, das ist gut. So, jetzt gehen wir hier rüber und bauen jetzt erstmal hier wieder Mülldeponien auf. Einfach weil wir es auch mit Sicherheit brauchen. Die können dann auch irgendwann mal wieder weg. Aber im Augenblick brauche ich die einfach, damit wir den Müll sortiert, damit wir den Müll einfach schlicht lagern können. So. Die Dinger kommen später. Jetzt, wie gesagt, unser größtes vorwiegendes Ziel ist hier 30.000 für ein Busdepot zu sparen. Und das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, habe ich gesagt. So. Danach müssen wir das Ding hier aufbauen. Das wird auch noch ein bisschen schwierig. Zum Glück hat es uns am Forst gar nicht so erwischt. Aber der Forst hat ein anderes Problem. Der Forst braucht auch Papiermühle. Haben wir zum Beispiel auch ganz, ganz wenig. Die Sägemühle produziert Schnittholz, aber ist auch da eher langsam in Arbeit. Das wäre noch eine Idee, dass wir hier nochmal am Forstgebiet nochmal ein bisschen Schnittholz produzieren. Eine Sägemühle für Schnittholz und dann eine was machen die eigentlich? Biopelletfabrik sind Aufbereitungsanlagen, die forstwirtschaftliche Rohmaterialien. Okay. Produktion, Frachtlaster 5. Holz in Papier. Das wäre. Aber ne, warte mal, da von Ding haben wir doch eine gebaut, oder? Oder ist die kaputt gewesen? Wir hätten da eine gehabt. Na egal. Kriegen wir schon hin. Was ist das? Arbeiterunterkünfte für die Forstwirtschaft. Auch geil. Ziemlich cool. Arbeiter erhöhen die Effizienz der Arbeiter im Industriegebiet. Jedes Gebäude erhöht die Arbeitereffizienz um 5% bis maximal 100% Nebengebäude. Okay. Ich erhöhe trotzdem jetzt mal hier die Sägemühle nochmal. Ich halte das für sicherlich sehr, sehr hilfreich, wenn wir hier einfach nochmal ein paar mehr Leute stehen haben. Weil wir so viel Rohholz hier auch haben. Und das kann man auch dann vielleicht ein bisschen mehr ins Plus variieren.
So, gut gebildete brauchen wir auch da de facto ein bisschen mehr, aber das kriegen wir auch stückweise. Oh, Stromengpass. Oh. Okay, also wir müssen da definitiv noch ein bisschen mehr Gas geben. Ich gehe mal auf 110% hoch. Wie schaut es mit dem Wasser aus? Wasser ist auch ziemlich am Ende. Okay, Wasser, Abwasser ist okay. Strom ist immer noch problematisch. Dann erhöhen wir das Budget weiter. Es wird besser. 130% geben wir jetzt mal aktuell. Ja, schaut gut aus. Ich erhöhe ihn trotzdem jetzt mal auf 140%. Das können wir dann noch anpassen, aber jetzt erstmal ein bisschen Plusstrom haben ist nicht verkehrt. Wie schaut es mit den Schulen aus? Die Grundschulkapazität wird langsam eng. Die Universität bräuchten wir mal irgendwann. Aber 30.000 haben wir gesagt, sparen. Ja, und alle warten auf einen Bus, der nie kommt. Das ist so dumm. Ja, wir müssen hier definitiv irgendein Busdepot noch reinbauen, weil wir einfach die Busse auch dringend brauchen. Hier wäre es gar nicht schlecht, wenn da ein stehen würde. Biotreibstoffbusse funktioniert wie ein normales Busdepot, nur dass es anstatt normaler Busse solche mit Biotreibstoff aussendet. Diese fahren deutlich geräuscharmer als reguläre, transportieren jedoch genauso viele Passagiere. Platzieren Sie ein Depot, bevor Sie einen dienen. Okay, das ist einfach nur teurer. Okay, ist aber 169 zu 7. Okay, also ist ein bisschen teurer alles, aber ich muss sagen, Biotreibstoffbusse finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Ist allgemein auch unterhaltstechnisch günstig. Okay, dann machen wir Biotreibstoffbusse. Gehen wir quasi in die Zukunft, meine Lieben. Kostet uns aber mehr. 40.000 sollte uns das wert sein. Gut, okay, wir kommen ja gerade mit den grundlegenden Sachen hin. Hier ist mehr, ist viel Verkehr, das wissen wir aber. Wie gesagt, wir brauchen diese Busse. Wie schaut es hier aus? Ja, hier sind 317 Leute gerade mal in der Schule. Und diese 317 Leute sind all diejenigen Berechtigten, die einen Abschluss hier haben. Na, jetzt wird langsam auch hier die Kapazität wieder dünn. Ganz kurz, wir haben doch hier Elizabeth-Hügel. Wir machen jetzt hier mal folgendes. Bildungsschub auf den Elisabeth-Hügeln. Das ist unsere gesamte Infrastruktur. Das kann jetzt Geld kosten. Wow, 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 wow. Jetzt wird's eng mit Energie. Wenn das jetzt nicht hilft, muss ich irgendwas anderes machen. Nee, hilft nichts. Wie viel Strom fehlt denn aktuell? 50 ungefähr. Produzierst du 14. So, damit kommen wir wenigstens jetzt mal kurz über die Runden. Aber nicht lang. Okay, pass auf, Freunde, dann machen wir folgendes. Ich erzeuge jetzt mal ganz kurz wenigstens ein bisschen Strom. Wir brauchen den Saft gerade auch dringend. 50 Megawatt kommen jetzt mehr ins Netz. Da können wir nämlich jetzt ein bisschen sparen, indem wir da wieder runterdrehen. So auf 130 runter. 100. Ja, so ist okay. Da haben wir jetzt ein bisschen Plus. Auch wenn es teuer ist. Wie schauen die Wohngebiete aus? Die Wohngebiete sind noch nicht mal ansatzweise voll bewohnt. Na, da sind immer noch mega viele Bauplätze offen. Es ist gerade 0 Uhr. Ich finde das so schön hier. Diese Straßenzüge, die machen einfach so ein geiles Bild hier. Wahnsinn. Oder? Was meint ihr? Hinten brennt gerade was. Ich
Hier ist aber schon die Feuerwehr und löscht. Gut. Ah, ist das episch, ha? Sind schon fertig. Super, 1A. Gut gemacht, Freunde. Hm? Okay, geldtechnisch. Halt, ja, wir haben natürlich mit der Stromaktion jetzt ein bisschen Geld rausgepulvert. Also kosten das zum Aufbau 200. Okay. Ich baue jetzt hier mal wieder ein bisschen was auf. Ich weiß, das wird natürlich jetzt so eine Sache sein, aber es bringt uns auf jeden Fall wieder ein paar Arbeitskräfte. Mal gucken. Warning. Experts predict an earthquake could hit the area soon. Oh no, bitte nicht. Bitte, bitte nicht, meine Lieben. Earthquake! Okay, alles klar. Wir haben immer noch keine Möglichkeit, hier zu evakuieren. Ich will zuerst dieses Busdepot haben. Wie schaut es jetzt hier aus? Wie viel produzieren wir aktuell? Wir brauchen noch niemals so viele Arbeitskräfte. Okay. Oh, der Riss ist tief. Schaut mal. An earthquake is occurring. Don't panic and wait for help if you are in the affected area. Das hält sich noch in Grenzen, ne? Wow, 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 wow. Mann, ich dachte, das, ah, das, ja, das ist der alte. Der alte Riss. Okay, das heißt, wir machen jetzt folgendes, wir machen jetzt einfach den Teil hier hinten weg. Dann haben wir das nur bis hier und dann ist das auch in Ordnung. Mehr brauchen wir jetzt im Augenblick gerade eh nicht. Glimpflich, meine Lieben. Da hat es ein bisschen, ein paar Gasleitungen sind gebrochen, aber das ist okay. Das ist okay. Da können wir jetzt wenigstens hier mal den Bereich locker flockig bearbeiten. Gut, Bildungswesen nochmal kurz checken. Es haben 2% mittlerweile den Abschuss. Unser Bildungsschub erzeugt natürlich jetzt höhere Kosten, ganz klar. Aber 2% haben bereits ihren Abschluss gemacht bei uns. So, da kommen Rettungsmannschaften und schauen nach Überlebenden. Gut. Ich glaube, das Schlimmste ist geschafft. Ja, hier hinten ist noch ein Brand. Aber auch da die Feuerwehr schon am Löschen. Sehr schick. Okay, meine Lieben. Der Tag beginnt langsam wieder. Erneut geht es in eine neue Welt, ja, in einen neuen, aufregenden Teil von City Skylines. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn ihr Bock habt, würde ich mich freuen. Bis dahin sage ich danke fürs Zugucken, habt eine schöne Zeit, lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.